Im gewerteten Modus könnt ihr 25 verschiedene Ränge erreichen, darüber hinaus auch den höchsten Rang Legende. Denkt euch mal was Neues aus, ihr Bitches! Na, echt mal. Was ist da los? Was ist da los? Auf Gegnersuche. Oh yeah. Yeah, Bitches! Bitches! Jaina gegen Uta! So. Du beobachtest mich, ich hab einen Stalker. Ich bin der Stalker. Und du drückst einfach nur auf Beobachten und machst dann gar nichts mehr, oder? Oder hast du jetzt parallel auf dem Fernseher und auf dem Laptop? Was? Nee. Hallo. Ich hab alles nur auf dem Fernseher. Licht beschützt mich. Das heißt, du ignorierst mich hart? Nö, ich guck mal zwischendurch gerade mal. Boah, rein. Das wäre mein explosives Schaf. Biatch. Goblins and Gnomes, Goblins and Gnomes. La la la. La la la. Inklusive Schaf, bam. Ich muss sagen, ich finde, das sieht so geil aus, dieses Schaf. Oh ja, das ist richtig geil, oder? Das ist geil, ja, das ist das. Geilo. Geilo, steilo. Wir haben übrigens immer noch nicht das Goblins vs. Gnomes Spielbrett. Ich möchte reklamieren. Und mich beschweren. Doch, wir hatten das, aber doch, klar. Nicht hier im Let's Play. Einmal hatten wir das schon. Nicht doch. Hier im Let's Play. Nein. Oder habe ich einfach nicht drauf geachtet? Doch, da habe ich so. Da hast du wahrscheinlich. Da habe ich sogar noch gesagt, ey, guck mal, das grüne Zeug blubbert. Das mit dem grünen Zeug geblubber ist von Axrama zu spacken. Echt? Ja! Das kommt jetzt, wer es nur sagt, das mit der Laserkanone. Okay, du hast recht. Du hast Max Ramas ist das Horror-Theme. Du Spacken. Ja, ist ja okay. Gott, bist du ein Mongo. Was ist halt die Fresse. Also, super Tage. Das Dingo. Das Dingo. Ja, es sind 8 Jahre, Alter. Oder 9, ich weiß gar nicht mehr. Einfach mal durchziehen. Oder 10? Ich glaube, es werden sogar 10, Alter. Nee, fast. So viele doch noch nicht. Nee, warte mal. 15, dann werden es 9. Ich hab gesagt, 15 bist du ja, hast du gekifft, aber du meinst 2015, verstehe. Oder das wär, nee, das sind doch 10? Nee, Quatsch. Ja, sagen wir mal, wir kennen uns jetzt im Winter genau glatt. Wir kennen uns seit Anfang 2005, weil da bin ich nicht in eure Klasse gekommen. Also da kennen wir uns so richtig. Ja, weil deswegen. 2004 sind wir alle auf ja, die sagen wir gekommen. Sagen wir Ende 2005 ist leichter zu rechnen, weil wir am Ende 2014. Also, siebte Klasse. Nee, Ende 2004. Bist du nach einem Halbjahr bei uns reingekommen? Melde mich zum Dienst. Ja, eben. Da ja, ich gehe jetzt nicht nach. Ja, ich gehe jetzt nicht nach Jahren. Ich meine einfach nur, du bist im Winter zu uns gekommen. Also lass den Scheiß mit Vierteljahr und halbes Jahr weg, sondern wir rechnen jetzt glatt. Das war. Ja, das aber ich bin im Winter 2004 zu euch gekommen. Ja, weil 2004 da bin ich noch gar nicht bei meiner Rechnung, du Spacken. Ach so. So, und jetzt, also Ende siebte Klasse. Nee, Ende macht ja gar keinen Sinn. Mitte. Mitte siebte. Mitte achte, Mitte neunte, Mitte nochmal neunte. Ich gehe jetzt von meinen Jahren aus. 10, 11, 12, 13. Ja. Gammeln, Uni. 9 Jahre sind es jetzt genau. Habe ich mich verrechnet? Nee. Doch. Du hast dich, warte mal. Ich habe mich hart verrechnet. Doch, du hast dich verrechnet. Es sind 8 Jahre. Du hast dich verrechnet um ein Jahr. Es sind 8 Jahre. Nee. Winter 9, Winter 10, Winter 11, Winter 12, Winter 13, Winter 14, Winter 12, Winter 13. Ich bin bereit zu lernen. Das kann doch nicht nur 8 Jahre sein, Alter. Ich werde tun, was ihr sagt. Es sind 8 oder 9. Ach so. Warte mal. Boah, ey, soll ich jetzt mein Zeugnis raussuchen oder was? Ja, ich überlege gerade mal was. Warte mal. 2020. Guck, wann bei WoW Ahnkirei rauskam. Ab da. Weil da habe ich angefangen, WoW zu zocken. 4, 5. Stimmt, wir kamen erst 2005 in dieser Weg und seit Anfang 2006 kennen wir uns.
Ja, das heißt, gut. Wir also gehen Ende jetzt, gehen ja. wir von Ende 2005 aus, Ende 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 Jahre. Ja, 9 Jahre, Alter, sind wir alt. Der das ist ja grausam. Grausam. Das ist richtig grausam, ist das. Ey, 9 Jahre kenne ich euch Affen schon, ey. Ganz schön scheiße, Mann. Und gleich sind alle durchs Leben, das ist ja eh bereit, genau. 9 Jahre, ziemlich genau. Ich habe gerade noch mal nach meinem Klassenplan gerechnet. Mechanischer Jedi, 4 Mana, 4, 5 Todesrechnung. Jeder Spieler erhält einen Ersatzteil, ob der einen cool haben will. Biatch. Cool. Rostiges Horn, verleiht einem Diener Spott. What? Neat. Cool. Ich habe nämlich 4-7 da auf dem Feld und der mit Spott, der ist schwer wegzukriegen. 9 Jahre, Alter, ich kann das gerade nicht fassen. Das ist krass, oder? Aber wo wir da schon sind, wie lange muss ich denn noch? Also, Tiana Wichser. Du alter Tiana Wichskopf. Na, woher? Wie macht das Licht bezwingt? Oh, Moment, winzige Exorzistin. 3 Mana, 2-3, Spott, Kampfschrei, erhält +1/+1 für jeden feindlichen Diener mit Todesröcheln. Habe ich ja gar keinen. Und Scharlachroter Läuterer, Paladin-Karte, 3 Mana, 4-3, Kampfschrei fügt einen Diener mit Todesröcheln 2 Schaden zu. Who the fuck cares? Habe ich nicht. Who the fuck cares, genau. Nicht blinzeln. Der Erzmagier klingt wirklich wie so ein lieber alter Lehrer. Nicht blinzeln, ja? Es wird nur ganz gut. Bitte nicht blinzeln, ja? Hör auf zu weinen, du kriegst eine 1 in Mathe. Wo ist denn die Kackkarte jetzt? Aber ich hab schon eine 1 in Mathe. Ich bin aber nicht so gut in Chemie. Da kriegst du eine 1 in Chemie. Aber sie sind nicht mein Chemielehrer. Egal. YOLO. Wir regeln das schon. Heißt das, die fangen dann an zu bluten? Verstehst du, die regeln das? Meine Freunde sind wie Wasserwerke, die klären das. Oh, ouch. Scheiße, ich habe genau nicht den richtigen getroffen. Jetzt habe ich einen 8-4er gegen. So, die Rappers, Freunde unter euch, werden jetzt vielleicht sogar wissen, von welchem Rapper dieses Zitat stammt. Kenn ich den Rapper? Weiß ich nicht, ob du den kennst, ehrlich gesagt. Also persönlich gehe ich mal davon aus, nein. Klar kennst du den persönlich, kennt doch jeder. Also du würdest sagen nein, ne? Oder? Ich weiß es nicht, also ich glaube, dass du den kennst. Okay, ja. Wenn, magst du den Rapper? Ich höre ihn jetzt nicht aktiv, aber das Lied, was ich meine, ist auch schon ein bisschen was älter. Was? Also es ist nicht Alligator? Nee. Okay. Bei dem mag ich nicht. Nee, den mag ich nicht. Nee? Nee, ich höre den nicht. Aber den kennst du den, weil irgendwann hattest du dich mal mit Kevin über den unterhalten. Ich hab irgendwie draus geschlossen. Weil ich sag mal so, ich könnte nicht Bushidos. Scheiße, doch könnte ich. Ich könnte dir Bushidos Namen sagen, aber den mag ich nicht. Gerechtigkeit. Bushido kann man sich teilweise geben, aber. Nee. Boah, gar nicht. Das habe ich mich durch das Album mit Sido zusammengequält, weil Sido muss ich mir einfach alles anhören. Ungeschriebenes Gesetz. Das kann ich nicht tun. Aber der ganze Bushido-Quatsch da drauf. So. Oh Gott. Ja, ich habe gelitten. Liebe Bushido-Fans da draußen oder liebe K1-Fans, ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich habe einfach mit Bushido selber nichts am Hut. Ich mag seine Musik einfach nicht, das ist mein persönlicher Geschmack. Leckt mich, ihr Hater. So, was hast du gerade dabei? Der Rapper, den ich meine, der hat schon einmal eine Namensänderung vollzogen. K1? Hat er doch von K1 zu Prince K1? Zu K1? Genau! Oh Scheiße, habe ich gerade einen Mist gebaut. 13, 15, 16, 17, 18 plus 4. Oh, viel zu viel. Okay. Dann halt so.
Guck mal, nein. Wie viel Platz ist da noch? Oh, shit. Der schon mal eine Namensänderung? Keine Ahnung, das wäre. Er ist auch ein Prinz. Prinz Markus von Anhalt ist kein Rapper. Keine Ahnung, ich kenne keinen Prinz. Ich kenne den Sänger sagt Prinz. Sagt dir Prinz Pi nichts? Ah, Prinz Pi. Okay, was hat. Okay, da weiß ich jetzt nur nicht mit der Namensänderung. Ja, der hieß mal Prinz Porno früher. Achso, und da hat er Pi draus gemacht. Da hat er ganz schön gesungen. Ey, ich mach genau fucking 7 Schaden, ne? Boah, krass. Gut gespielt. Oh, jedenfalls, weiß ich nicht, ob dir das Lied was sagt, aber, gib dem Affen Zucker? Ja, okay, so ein. Hab ich bestimmt schon mal gehört, den. Wahrscheinlich habe ich das Lied auch schon mal gehört, aber. Keine Ahnung. Prinz Pi ist auch nicht so meins. Bei mir, du kennst meinen Musikgeschmack, da kannst du dir auch vorstellen, welche Rapper ich mag. Einfach nur Bilder zusammengebildet. Ja, wohl wahr. Wohl wahr? Hä, warum britzelt die Arena? Achso, weil die übernommen haben, ne? Ja, okay. Dachte, es ist einfach nur, weil ich die umsonst bekommen habe, dass die jetzt so schön britzelt. Ihr seht hier auch, was ich an neuen Karten neu hab. Achso, ich hab ja nur Gold bekommen. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? 85! Okay, das reicht nicht für eine neue Runde Arena. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das reicht als kleines Sneak Peek für Goblins vs. Gnomes, was jetzt wahrscheinlich eh wieder viel zu viel war, weil, wie gesagt, wir haben heute Freitag, die Folge kommt demnach, die erste hiervon kommt Samstag, dann Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch wäre dann schon Goblins vs. Gnomes da. Hat sich damit wohl erledigt, liebe Freunde, dass das pünktlich kommt. Aber dann geht's wenigstens. Musst du mal ein bisschen üppiger schneiden. Nee, weil, was soll ich machen? 60 Minuten Folgen oder was? Okay, 4 Stunden haben wir jetzt auch nicht aufgenommen, aber wir haben jetzt schon ein ganz schönes Stück aufgenommen, deswegen. Irgendwie wird das schon klappen. Entweder mache ich es kürzer oder ich mache halt ein paar Folgen drüber und dann kommt halt die erste richtige Folge ein bisschen später. Ist genau wie bei Warlords of Draenor. Wir sind jetzt Level 40 oder so und Warlords of Draenor ist seit 2 Wochen raus und ich bin immer noch nicht Level 100. Und mit dieser Anekdote war es das für heute mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn das Addon draußen ist. Mal gucken, was ich da machen kann, weil eigentlich gibt es nur neue Karten. Nur in Anführungsstrichen, aber ich kann ja nicht viel machen. Ich muss die ja freischalten und euch zeigen können. Und das kann ich auch in der Arena machen. Vielleicht kommt auch gar nicht mehr so viel. Aber es kommen auf jeden Fall noch Battles. Ich werde jetzt Marcel und Domi so lange triezen, bis die beide ihre Helden auf 10 haben. Und wenn es 3 Wochen oder 4 oder 5 dauert. aber auf jeden Fall ihre Helden auf 10 bringen und Naxxramas durchspielen, um die ganzen Basiskarten zu kriegen. Und dann machen wir mal ein paar Battles, die ein bisschen fairer sind. Weil mit den Basiskarten kann man schon richtig dicke Decks bauen. Vor allem beim Druiden. Und beim Jäger heißt die Klasse. Und beim eigentlich bei allen. Also wenn man ein bisschen Plan hat, kann man mit allen gut. Wenn man so gut ist wie ich natürlich. Der Jäger. Mit dem Nichterneger. Der Jäger. Ja, und dann kommen da auf jeden Fall Battles. Weil jetzt können wir opsen. Und wie gesagt, ich habe ein Turnier vor. Nach den Standard-Hearthstone-Regeln. Kennst du die, Marcel? Hearthstone-Turnier-Regeln. Nee. Jeder baut sich 3 Decks. Also ich nehme einfach 3 Decks von mir. Und das sind deine 3 Leben. Das heißt, du nimmst Deck 1 und spielst so lange, bis du mit dem verloren hast. Das heißt, wenn ich meinen Priester als erstes nehme, verliert ihr 3-mal und ich habe meine 3 Leben. Punkt. Aber ihr könnt dann halt, okay, wenn ihr halt mit dem Krieger nur gegen Priester verliert, verliert ihr halt euer Kriegerdeck und dann hast du noch ein Jägerdeck und fickst mich da voll weg mit meinem Priester. Dann nehme ich meinen Hexenmeister, dann fickst du meinen Hexenmeister weg, dann habe ich aber meinen Jäger und dann fick ich deinen Jäger weg. Und dann hast du, nee, dein Krieger, was auch immer, dein zweites Deck. Und dann hast du noch einen Druiden und den fick ich auch weg und dann habe ich das Turnier gewonnen. War das einleuchtend? Ja. Gut, also 3 Leben, 3 Decks. So lange mit einem Deck spielen, bis das verliert und dann kommt der nächste, bis alle weg sind. Und das können wir ja zusammen machen und dann kann ich halt kommentieren hier, was die da machen. Ich muss nur aufpassen, weil ich kann ja nicht, ich glaube, ich muss dich dann im TeamSpeak muten, damit ich halt sagen kann, was die Jungs da machen, ohne zu sagen, hey, Domi, Marcel hat gerade Karte XY aufgehört. Pass mal auf! Aber ich auf jeden Fall werde ich die beiden dazu bringen und bei Domi wird schwer. Marcel habe ich jetzt schon fast rumgekriegt, weil ich habe ihn ja jetzt observiert und ihm wie so ein Drill Sergeant ins Ohr gebrüllt, wenn er Scheiße gebaut hat. Und er hat sehr viel Scheiße gebaut. Aber beim Hexmeister war... So viel habe ich nur auch wieder nicht verkauft. Ja, aber beim Hexmeister war das so witzig. Na, zieh mal eine Karte. Ach komm, zieh mal eine Karte. Weißt du, zieh mal eine Karte. Ja,
Aber das war's erstmal für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn Goblins Where the Gnomes raus ist. Oh, ich liebe dieses Lied. Und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen mit Gaststar Marcel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Genau, juhu. Seht ihr, Marcel jubelt auch schon, er will auch Daumen hoch. Es soll Daumen regnen, ist das klar? Wie auf Facebook für irgendwelche kranken Kinder oder verhungernde Kinder oder Verhungernde, die keine Kinder mehr sind und Verhungernde, die mal Kinder waren, keine mehr sind, aber sich noch wie welche verhalten und für irgendwelche Katzenbabys und so weiter und so fort. Und wenn ihr noch mehr so ein Bullshit hören wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und schließt euch der Glückspilz-Armee an. Da gibt es noch viel mehr davon, weil diese Glückspilze hauen rein, sag ich euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten... Oder ihr kommt zu mir. Oder ihr geht nicht zu Marcel, weil da gibt es eh nichts Spannendes. Scheiße, doch, Far Cry ist super spannend. Und The Last of Us ist eigentlich auch spannend, aber ich will mich bis zum heutigen Tage nicht spoilern. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich muss mir irgendwie mal... So, willst du es selber spielen, oder was? Ja, aber es gibt's nicht für den PC, ne? Nee, ist PS3 exklusiv. Drei? Nicht beziehungsweise vier? PlayStation. Naja, ja, doch, klar, da gibt es in Remastered, aber es war halt PS3 exklusiv. Es ist PlayStation exklusiv, es gibt's nicht für Xbox und nicht für PC. Genau. Scheiße gelaufen. Genau. Ja, deswegen, ich muss mir, glaube ich, mal ein Let's Play angucken oder so. Vielleicht deins. Aber du kommst ja nicht voran, ja, also nicht deins. Aua. Aber Far Cry finde ich super interessant. Also bei Marcel gibt es auch interessante Sachen, ihr könnt ja mal reinschauen. Und hinterlasst einfach auf meinem Video einen Daumen und dann geht ihr zu Marcel, geht zu Far Cry, wenn es euch gefällt, lasst den Daumen da, wenn es euch nicht gefallen hat. Geht ihr zu The Last of Us und gebt einfach einen Daumen hoch, weil The Last of Us geil ist. Kann man halt so stehen lassen? Oder ihr flamet mich einfach, weil ihr mich flamen wollt. Das ist mir auch egal. Genau, Marcel kann auch. Aber schreibt mir Kommentare, weil ich krieg nie welche. Genau, weil ich krieg viel zu viele und Marcel ist total neidisch. Und Marcel friert oft, deswegen solltet ihr ihn flamen, damit ihm schön warm wird. Und das war doch der schlechte Witz zum Abschluss. Diese Folge hat Überlänge, aber ist ja egal, weil ihr könnt ja irgendwann gegen Ende ausmachen. Es wäre jetzt ganz schön assi, wenn ich irgendwas Interessantes hinten dran noch schneiden würde, so Marcel Sextrip zu machen, was ich gestern von seinem Handy geklaut habe. Ich glaube, das schneide ich mal gerade. Ich muss halt zensieren, aber gut. Oh, das war richtig sexy. Wobei, ich habe gelesen, es gibt ganz etliche Videos auf YouTube, die einfach so irgendwie ein Techno-Rave sind, wo dann irgendwann die Olle die Titten freimacht. Boah, ich habe gerade voll geil gesnipert, Alter. Okay, bevor wir noch weiter abgelenkt werden und unser ADHS zeigen. Wo wurdest du gesnipert? Nee, ich habe gesnipert. Ich habe Donkey Kong diese Fake-Kiste voll in die Fresse geworfen. Also nach vorne. Was spielst du denn? Ich habe mir gerade Mario Kart gekauft. Ganz Ach legal. Ach so. Nee, Mario Kart hattest du ja vorher schon. Spacken. Stimmt. Das ist ein Idiot. Aber ich habe es mir nochmal gekauft. Ach so, weil du die Nintendo unterstützen willst, weil du ja das Mario, Zelda, Donkey Kong Franchise, das allgemein Nintendo-Hauseigene Ware unterstützen willst. Ja, ich möchte einfach mehrere davon okay, haben. Okay, bevor wir jetzt kann. Hier Schluss machen, wie gesagt, nach hinten raus kann ja die Folge 6 Stunden lang sein. Ist ja scheißegal, Hauptsache die ersten 15 Minuten sind im Spiel. hast du dir schon mal ein Spiel willentlich bewusst doppelt gekauft? Ich gebe dir jetzt einfach mal ein gutes Beispiel. The Binding of Isaac Rebirth. Zählt dazu, weil es ja dasselbe nur in Grün ist. Ach so. Aber willentlich. Also in meinem Fall gebe ich auch mal ein Beispiel. The Legend of Zelda Ocarina of Time auf dem N64. Und dann, als ich älter war, auf dem 3DS, mein einziges 3DS-Spiel, Ocarina of Time 3D. Jetzt, keine Ahnung. Also ich glaube, The Binding of Isaac ist jetzt erstmal das Einzige, weil ich habe mich tatsächlich vehement gewehrt, nochmal 70 Euro für GTA 5 auszugeben, beziehungsweise nochmal 70 Euro Gibt's für da kein Upgrade? PS4. Nee. Wie assi ist das denn? Es gab zum Beispiel für Battlefield 4 Ja, ich weiß, wie voll Upgrades. Viele Spiele, aber vor allem von EA, von der Assi-Firma. Da hättest du aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt upgraden müssen. Jetzt hast du aber auch nicht gemacht. Gut. Ja, weil ich bis da meine PS4 noch nicht hatte. Ja, eben. Ja gut, das ist halt auch assi eigentlich, EA, aber es ist immerhin fairer als das andere. Ja, richtig. Ja gut, aber ich habe das voll viel. Hellgate London habe ich mir zweimal gekauft. Dreimal. Okay. Oh Gott, dreimal habe ich mir das... Eigentlich war es ein geiles Spiel, aber es war halt wie so ein ungeliebtes Kind. Einfach, nee, ich mag dich nicht, geh weg. Werf nicht auf geh weg. So, irgendwie, und ich habe es mir dreimal tatsächlich gekauft. Was heißt dreimal? Also ich habe es mir einmal gekauft, dann habe ich es mir, weil ich es besessen habe und meine fucking CD kaputt gegangen ist. Nee, anders. Ich hab's mir einmal gekauft, hab die CD verloren.
Wollte es aber weiterspielen, weil ich es geil fand. Hab's mir ja nochmal gekauft. Verbilligt, also es war jetzt, ich bin dadurch nicht arm geworden. Hab's mir nochmal gekauft, hab's weitergespielt, fand's immer noch geil. Dann hat sich meine CD in Luft, also nicht in Luft aufgelöst, sondern die ist so auseinandergebröselt. Hatte ich noch nie. Also Produktionsfehler. Boah, krass. Und dann ist halt die Folie, wo ja das, der Datenscheiß draufsteht, diese Spiegelfolie. Also er steht ja nicht da drauf, mhm. Das sind ja diese, das ist ja da reingelasert. Aber die Folie reflektiert ja den Laser. Die ist weggefetzt. Also das sind ja zwei Plastikscheiben und dazwischen ist ja eine Folie und obendrauf ist ja nochmal eine Folie. Und das ist da aus der Mitte rausgebröselt. Und dann sind die CDs auseinandergebrochen, so wie wenn du, kennst du diese berühmten Bilder, eine CD in der Mikrowelle, was dann so wie Blitze aussieht? So sah das dann aus, nur halt manuell. Und dann habe ich es mir raubkopiert, legal raubkopiert, weil ich habe das Spiel zweimal besessen, zweimal, okay, einmal war ich zu dumm, einmal ist aber die Firma schuld und einmal reicht mir, es war ja nicht mal raubkopiert, ich habe es mir runtergeladen. Ich besitze ja das Spiel, ich habe die Hülle, ich habe alles, ich habe einen Key, habe meinen Key auch weiter benutzt, meinen Account oder was auch immer das war. Ja, ich hatte einen Account. Und dann habe ich es mir aber irgendwann, weil es mir auf den Sack ging, noch ein drittes Mal gekauft, habe es dann weitergespielt, habe es immer noch nicht durchgespielt und dann machen die Ficker den Laden zu und irgendwann, 3 Jahre später, wird es gekauft. Wir Let's Play in das Spiel haben eigentlich auch relativ viel Spaß und wegen diesem Scheißspiel wird unser Kanal geschlossen. Flagship Studios. Ich habe Hochachtung vor euch, aber wenn ich einen von euren Leuten sehe, ich kann nicht versprechen, dass ich dann an diesem Tag nicht zum Mörder werde. Ich schulde in theoretisch 200 Abonnenten. Das sowieso, aber ich schulde mir theoretisch in wahren Wert 3-mal einen Vollpreistitel. Auch wenn ich den nicht zum Vollpreis gekauft habe, ist mir scheißegal. Dann schuldet ihr mir eine Menge psychiatrische Behandlung. Dann schuldet ihr mir das Ende des Spiels, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nie sehen werde, weil ich ja jetzt Geld habe. Okay, ihr müsst mir Pay-to-Win bei dieser Online-Firma, die das jetzt macht, bezahlen. Ihr schuldet mir 200 Abonnenten, ihr schuldet mir ein Video. Eigentlich schuldet ihr uns dreien jeweils ein Video mit 200.000 Klicks. Ihr schuldet uns dreien 200 Abonnenten. Also sagen wir mal, Marcel und mir 300, weil Domi ist ja Nutte bei uns quasi. Eigentlich auch noch Kevin nochmal 100. War der dabei? Nee, das haben wir nur zu dritt gemacht. Also Kevin könnt ihr vergessen. Vergesst ihn. Ihr schuldet uns viel. Ihr schuldet uns euer Leben. Das ist hiermit gesagt. Wenn ich euch erwische, dann hacke ich euch die Eier ab. Nee, ich habe ja keinen Hass gegen dieses. Ich habe das Spiel genossen. Aber okay, das ist ja immer so. Man investiert in irgendwas, die Firma geht pleite, Geld ist weg. Trotzdem entstehen Emotionen. Und das nehme ich euch immer krumm. Das ist ja genauso wie man, weiß ich nicht, einem Klassenlehrer immer was krumm nimmt dafür, dass man sitzen geblieben ist, obwohl der eventuell dafür nichts konnte. In meinem Fall konnte mein Klassenlehrer etwas dafür. Du erinnerst dich? 6 in Mathe, weil er mich nicht mochte. Also ich hätte bestimmt keine 6 gehabt, aber er mochte mich ja nicht. Ja, ich habe die 6 verdient. Aber ich hätte rein vom Recht her keinen kriegen dürfen. Weil ich war ja auch immer da. Meine Mom hat ja dafür gesorgt. Ja, das stimmt. Geht ja, Julia. Also ich war zumindest öfters da als du. Und bevor wir jetzt noch 1000 Mal abschweifen, ich muss noch The Witcher aufnehmen, vielleicht nehme ich Marcel damit ein. Tschö. Ja, dann können wir da weiterladen. Tschö.